Eben bin ich in Bad Burg angekommen. Wieder mal in Dänemark. Es ist kalt. Drüben steht noch ein Güterzug. Ich werde heute mit dem Pilgerweg anfangen, mit der Via Jutlandica. Da drüben ist noch ein Teil vom Bahnhof und das ist jetzt Bad Burg. Kleines Dorf. Und ich gehe jetzt ein bisschen durch das Quartier. Zuerst noch einen großen Bogen. Dann erst im Bauch komme ich auf den Pilgerweg und werde dann auch schon bald wieder Dänemark verlassen. An dieser Stelle da zweigte früher noch eine Bahnlinie ab. Und auf dieser gehe ich jetzt ein kleines Stück entlang. Da hier kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass mal da Züge fuhren. Diese Seite ist das Großindustriegebiet. Und auf diese Seite hier das Wohngebiet. Da draußen ist schon Natur und hier bin ich am Ende vom Wohngebiet. Und da geradeaus sehe ich schon den Kirchenturm. Von da bin ich jetzt gekommen. Und jetzt geht mein Weg hier durch Richtung Kirche und von dort, kurz vor der Kirche, komme ich auf den Pilgerweg. Ich habe den Pilgerweg erreicht und auch die Kirche. Es hat noch keine Autos da draußen. Vielleicht kann ich euch doch noch einmal die Kirche von innen zeigen. Erster Stempel. Eine sehr schöne Kirche. Jetzt hatte ich doch noch Glück, dass ich ein paar
Gebilde schießen konnte. Jetzt verlasse ich das Dorfbau und gehe Richtung Grenze. Da komme ich jetzt übrigens wieder auf die alte Eisenbahnstrecke. Und da ein Blick Richtung Deutschland. Ich habe auch geplant, andere Pilgerwege zu machen, so der Jerusalemweg, die Via Romea und noch ein paar andere. Es gibt also große Abwechslung. Dann bin ich hier auch noch auf dem Ochsenweg. Auch ganz ein bekannter Weitwanderweg. Und da das Grenzgebiet ist sehr hügelig. Und da unten kommt jetzt dann schon das erste Highlight von heute. Die alte Heeresstraße oder auch genannt da die Krumme Wein. Wahrscheinlich einer von den ältesten Wegen oder Straßen, früher war das ja hier eine Straße, die da noch in Dänemark besteht. Da ist auch noch ein kleiner See, es hat sogar noch zwei Schwäne drin. Und da hier vorne kommen wir jetzt schon an die Grenze Dänemark-Deutschland. Ich bin hier durch ja schon mal gewandert, aber da bin ich da vorne rechts gegangen und an diesem Zaun entlang, da hier runter. Und dieses Mal gehe ich jetzt geradeaus. Von daher wären es nach Santiago de Compostela 3250 Kilometer. Und das ist auch ein alter Baum. Und da hier nochmal ein Blick zur Grenze. Da hier ist ein bisschen ein steiniger Weg. Dann hat es da sehr gute Informationstafeln. Und da heißt es sogar auch
ein steiniger Weg. Es hat viele so kleine Tümpel hier. Und da komme ich schon zum ersten Bach. Und der hat doch ziemlich viel Wasser. Ein lustiger Brunnen von 1913. Ich habe Niehus erreicht. Kleine Dorf. Da sogar noch ein paar neue Häuser. Und jetzt gehe ich hier zum See runter. Das ist nämlich da unten. Ich habe den Niehussee erreicht. Die Grenze verläuft da auf der anderen Seite vom See. Da sieht man noch mal zum See und auf der anderen Seite in Dänemark, da bin ich das letzte Mal durchgewandert. Da mal noch einen schönen Blick auf den See runter. Und da hinten sieht man noch den Kirchturm von Bau. Den Wald. Da hat es viele so kleine Teiche. Und leider habe ich wahrscheinlich heute sehr viele asphaltierte Straßen. Aber jetzt, Hauptsache ist, wenn es mir sonst Spaß macht. Das ist auch noch ein interessantes Gebilde. Jetzt habe ich die Außengrenze von Flensburg eigentlich erreicht. Von hier bis ins Zentrum ist alles miteinander verbunden. Und da auf dieser Seite eine schöne große Ebene. Ich habe jetzt die Bahnlinie erreicht, hier von der Deutschland her. Übrigens kann da Flensburg umfahren werden. Und da geht es jetzt Richtung Dänemark.
Da bin ich heute Morgen durchgekommen. Da, durch diese große Straße, kommt jetzt der westliche Ochsenweg runter. Und kommt da in den Pilgerweg rein. Jetzt konnte ich nach ein paar Kilometern endlich die Asphaltstraße verlassen. Ich habe jetzt einen Naturweg und da ist schon der Wald, wo ich jetzt dann schon bald reingehe. Da hier betreten wir jetzt das Stiftungsland Schäferhaus. Da soll es wilde Pferde drin geben. Bin gespannt, ob wir die irgendwo sehen. Riesige Naturflächen mit zum Teil Sumpf drin. Und auch der Weg ist schön. Auch auf dieser Seite hat es große Flächen, wo die Natur Meister ist. Die erste Schutzhütte. Da werde ich jetzt eine kleine Pause machen. Und da hat es noch zwei Insektenhotels und dann noch ganz moderne. So, mache ich da mal eine Pause. Da hat es zum Teil schöne kleine Tümpel zugefroren. Auch hier. Das ist so etwas Schönes da. Auch im Winter. Mal einen Rundumblick. Da vorne auch mal eine neue Technik. Diese Skulptur stellt ein paar Ochsenhörner dar. Bin ich da wieder am Rande. Von diesem schönen Naturschutzgebiet. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Pferde gesehen habe. Wenn ja, dann weit weg.
So, jetzt geht's da wieder nach draußen. Noch eine letzte Aufnahme von dieser großen Fläche. Und ich habe da einen wunderbaren Weg. Da seht ihr noch einen Blick von der anderen Seite jetzt. Und es ist wirklich ein schöner Wanderweg. Und es hat doch auch ein wenig Spaziergänger unterwegs. Pilger habe ich bis jetzt noch keinen gesehen. Das muss ein alter Grenzstein sein. Da, durch diese Straße bin ich jetzt gekommen. Und da hier geht es weiter. Von unten komme ich jetzt hoch. Da bin ich wieder auf einer kleinen Erhebung und gehe da immer noch ein bisschen hoch, aber nicht schlimm. Es ist wieder ein bisschen hügelige Landschaft da. Und jetzt verlasse ich Langberg. Hier bin ich schon wieder an einer stillgelegten Bahnstrecke. Da komme ich jetzt wieder zu Häusern. Und da, wo die Äste sind, ging es weiter. Ich habe heute wirklich nur Autobahnen. Da daneben wäre zwar ein Weg, aber der ist so schmutzig, dass ich doch lieber hier auf diese Straße gehe. Ich habe jetzt dann ein langes Waldstück und ich hoffe, dass dort noch ein bisschen sauberer Naturweg ist. So, da vorne, nach der Kurve, gehe ich links und von da an geht der Weg fast gerade Richtung meinem Ziel. Jetzt bin ich in einem großen Wald. Da vorne geht schon wieder ein bisschen rauf. Und da bin ich schon ein bisschen auf einem Damm oben. Jetzt verlasse ich die Schutzhütte wieder. Und da ist es sehr gut angezeichnet, dass man wirklich weiß, wodurch das ich muss. Ich habe nämlich eine Karte entdeckt. Da ist der Weg hier runter eingezeichnet. Aber ich muss hier rauf. Der sandige Wald mit morschen Bäumen
Buche, die am Boden liegt. Und dazu ganz einen schönen Weg. Nochmals einen Blick zurück. Diese lange Strecke habe ich jetzt zurückgelegt. Und da hier vorne kommt jetzt dann eine Rechtskurve. Und da hinten ist die A7, die Autobahn. Wegen dieser Grube musste ich jetzt noch so einen großen Umweg machen. Jetzt bin ich da durch diese Straße gekommen. Da hat es noch Schafe. Und da geht es jetzt hoch, um die Bahn zu überwinden. Und da vorne hat es noch Solaranlagen. Jetzt geht der Pilgerweg da der Bahn entlang. Und da drüben haben wir die Autobahn. Und da kommt auch noch eine größere Straße. Das ist die Autobahn Richtung Hamburg. Und mein Ziel ist irgendwo da hier vorne. Und von da hinten komme ich her. Jetzt habe ich das letzte kleine Dorf erreicht, bevor ich zu meinem Ziel komme. Ja, das ist doch ziemlich ein großer See. Jetzt habe ich den See erreicht. Endlich. Geht es da noch auf diesem Weg ein bisschen am See entlang, bevor ich dann den letzten Aufstieg habe. Der Sitzbank ist voll im Wasser. War zum Teil überflutet worden. Da ist alles überflutet. Und der See hat das auch ziemlich Hochwasser. Natürlich jetzt Schneeschmelze. Oh, und da läuft das Wasser gerade rein. Thank you.
Oha. Wo soll ich da durch? Oh, es ist alles überflutet. Und trotzdem bin ich jetzt durchgekommen. Und zwar habe ich sogar noch trockene Füße. Jetzt ist der Weg wieder trocken. So wie es aussieht, ist da ziemlich Schneeschmelze gewesen. Und aus diesem Grunde ist alles überschwemmt. Da hier bin ich das letzte Mal hergekommen. Heute bin ich jetzt von dieser Seite da und jetzt habe ich noch den letzten Aufstieg da hoch und dann geht es nicht mehr weit. Das ist die romanische St. Georg Wehrkirche, erbaut im 12. Jahrhundert. Ich gehe jetzt noch schauen, ob ich noch einen Stempel kriege oder ob das schon abgeschlossen ist. Leider bin ich zu spät. Es ist abgeschlossen. Ich kann keinen Stempel holen. Dann gehe ich halt das nächste Mal, wenn ich hier wieder vorbeikomme. Kann ich dann auch vielleicht euch Innenaufnahmen zeigen. Ich danke euch, dass ihr mich begleitet habt. Bis zum nächsten Mal.